Ja, Freunde der Altbausanierung, in diesem Video geht es um Fließestrich und zwar in Verbindung mit einer elektrischen Fußbodenheizung und wie das hier funktioniert und geht, zeige ich dir gleich. Wenn es dich interessiert, bleib dran, gleich geht's los. Also, Fließestrich einbringen in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Wir sind hier auf einer Baustelle, in der ich euch letztens schon mal gezeigt habe, wie ich den Unterboden mit dem Fließestrich auch ausgeglichen habe hier. Das ist alles soweit durchgetrocknet und jetzt ist vom Elektriker hier eine elektrische Fußbodenheizung eingelegt worden, wo es jetzt darum geht, die auch wieder mit Fließestrich einzubetten. So, die Vorbereitungsarbeiten, zum Beispiel hier die Heizschlangen von der Elektrofußbodenheizung zu befestigen, das habe ich soweit fertig und jetzt geht es hier eben wieder daran, den Fließestrich einzubringen. Beim letzten Mal hatten wir ja gesehen, dass ich noch mit mir noch Teile eingebaut hatte, um die Höhe genau festzustellen, die ich dann hier brauche für den Fußboden, das fällt jetzt hier weg. Ja, und so geht das jetzt los mit dem Einbringen des Fließestrichs. Und wenn dich das interessiert, wie die Arbeitsschritte hier genau vonstatten gehen und welches Material dafür zu verwenden ist, das verlinke ich dir unten. In der Videobeschreibung ist das der erste Link. Da setze ich eine Checkliste rein mit den Arbeitsschritten und dem erforderlichen Material. Da kannst du dich gerne durchklicken und das dann erfahren. Diese Checkliste ist auch natürlich wie immer mit allen anderen Materiallisten und so weiter in der Umbauheld-Uni verlinkt. Den Link setze ich euch auch rein unten in die Videobeschreibung und dann kommt ihr da mit eurem Projekt auch voran. So, jetzt geht es hier mit dem Eingießen des Fließestrichs wieder los. Fangen wir erstmal vorsichtig in einer Ecke an. So, dann habe ich noch eine Sache. Im letzten Video hier mit dem Fließestrich kamen ein paar Kommentare auf. Das ist doch kein Fließestrich, das ist selbst nivellierende Ausgleichmasse oder sonst irgendwas. Ja, das ist alles okay. Ich nenne das Zeug immer Fließestrich und denke, das kann jeder gerne so bezeichnen, wie er möchte. Letztendlich kommt es alles aufs selbe raus. So, dann sind wir da schon fast so weit hin hier. Und da sehen wir es auch gerade ganz gut, dass der wirklich nur so dünn drauf kommt, wie die Fußbodenheizung dick ist. Aber das ist natürlich auch immer abhängig von der jeweiligen Baustelle, das ist ja klar. So, dann natürlich auch wieder durchrollen hier einmal mit der Nadelwalze. Jetzt hier wieder das letzte Durchwalzen mal eben. Und dann haben wir es hier auch schon soweit geschafft. Mit dem Einbetten der
elektrischen Fußbodenheizung hier. Ja, Freunde der Altbausanierung, das war es dann jetzt hier für dieses Video, in dem ich euch gezeigt habe, wie man mit Fließestrich so eine elektrische Fußbodenheizung einbetten kann. Wenn dir das Video gefallen hat oder einigermaßen hilfreich war, lass mir wie immer gerne ein Like da, kommentiere das Video und abonniere meinen Kanal, damit du nichts verpasst, was in der Altbausanierung so los ist.